Hi, ich bin's Lisa von Einfach Lilienhaft. Heute geht's mal nicht um Schriften und Letterings hier auf dem Kanal, sondern um die Visualisierung der eigenen Gedanken in Form von Zeichnungen. Die Rede ist von Sketchnotes. Vielleicht kennst du diese Form der Visualisierung schon. Ich finde die immer sehr knackig und schön und finde es total toll, wenn Leute in Zeichnungen sprechen können sozusagen. Also es gibt auch ganz oft so diese Rezepte in Sketchnotes angelegt. Das finde ich immer sehr süß. Aber dafür muss man halt diese Abstraktionsfähigkeit überhaupt besitzen, so eine Idee zu haben, wie stelle ich etwas ganz simpel und einfach dar. Das ist auch ein guter Punkt. Man bricht das Ganze ja immer sehr stark herunter. Ich habe mich 30 Tage lang mit dem Thema Sketchnoting befasst und habe geübt und geschaut, was am Ende dieser 30 Tage dabei rauskommt. Und davon erzähle ich dir heute. Um mir das Thema Sketchnoting überhaupt so ein bisschen näher zu bringen und drauf zu schaffen sozusagen, hatte ich ein ganz besonderes Hilfsmittel, und zwar dieses Sketchnote Journal. Das ist ein Journal, was sich wirklich rundherum um das Thema Sketchnoting dreht und wirklich ganz viele Anleitungen und Ideen gibt. Sabine Wein und Anna Frank sind die beiden Autorinnen dieses Buches und sie haben 186 Seiten Anleitung gefüllt und nicht nur Anleitung, ganz praktische Übungen. Ich habe die 30 Tage also genutzt und bin mit diesem Journal wirklich Tag für Tag so ein bisschen weitergegangen und habe mich einfach ausprobiert. Das Buch startet natürlich mit einer umfangreichen Einführung und dann geht es aber direkt los mit dem Spaß am Kritzeln. Das ist eine Aufwärmübung, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, nämlich aus einem Haufen Linien einfach Kritzelmonster zu machen. Also da kann man sich so ein bisschen austoben und erstmal so ein bisschen reinkommen. Das Schöne am Sketchnoting ist, dass man sich wirklich sehr einfach erstmal klar machen sollte, dass es gar nicht so viele grundsätzliche Formen gibt, nämlich wir haben Punkt, Kreis, Linie, Dreieck und Rechteck. Das sind eigentlich die Grundformen, womit ich in dem Sketchnoting arbeiten kann. Man kann da natürlich noch so ein paar Varianten abwandeln, aber prinzipiell macht das das Ganze schon mal ein bisschen einfacher, wenn man das so ein bisschen einschränken kann. Super spannend an dem Buch finde ich, dass man immer wieder Anregungen auch von anderen Sketchnotern kriegt und so einfach eine bunte Bandbreite an Möglichkeiten und Hilfsmitteln an die Hand gegeben kriegt. Mit diesem visuellen ABC bin ich dann also gestartet in die Übung und habe erstmal diese ersten Icons danach gemalt und habe dann daraus dann eigene Ideen entwickeln können, was man noch so mit diesen ganzen Formen machen kann. Immer wieder gibt es natürlich zwischendurch Übungen, wo man einfach seine Fingerübungen so ein bisschen machen kann, dass man wirklich warm bleibt, und vor allen Dingen ist das ganz gut, wenn man eben immer wieder mal einen Tag zwischendurch damit verbringen kann und sich so dem Thema Stück für Stück annähern kann. Ich habe jetzt ehrlicherweise natürlich nicht jeden Tag mehrere Stunden damit zugebracht. Manchmal hatte ich ein bisschen mehr Zeit dafür. Manchmal habe ich wirklich nur so kurze Übungen gemacht. Aber auch dafür war es gut, weil man einfach so einen Impuls hatte, mit dem man üben konnte. Und dann hat man wieder einen weiteren Gedanken gehabt, den man dann verfolgen konnte. Ich finde es super an dem Buch, dass man immer wieder Seiten hat, wo man tatsächlich praktisch auch üben kann. Und dann kann man daraus dann natürlich in sein eigenes Journal auch gehen. Da zeige ich dir gleich, wie ich das dann auch gemacht habe. Das Thema Strichfiguren war sicherlich eine meiner liebsten Übungen. Das hat wirklich großen Spaß gemacht, diese ganzen kleinen Figuren zum Leben zu erwecken. Und es ist tatsächlich auch super simpel, mit so einfachen Strichen Gesichtsausdrücke in die Gesichter zu zaubern. Also wirklich spannend, da mal ein bisschen drüber nachzudenken. Ja, und jetzt ging es tatsächlich los mit dem spannenden Teil, erste Icons üben. Das heißt, ich musste mir wirklich jetzt mal so ein paar Icons drauf schaffen und erstmal wirklich ganz praktisch üben. Die Rakete hat es mir angetan, mit der habe ich einfach mal gestartet und habe so vor mich hingemalt, die irgendwie 20, 30 Mal aufs Papier gemalt, bis ich die so in der Hand hatte. Irgendwie habe ich doch so ein bisschen Probleme, das immer wieder gleich zu malen und vor allen Dingen auch diese Striche immer wieder auf der gleichen Höhe zu setzen. Das ist natürlich nicht dramatisch. Es muss ja nicht perfekt sein, überhaupt nicht beim Sketchnoting. Das gefällt mir sehr gut daran. Aber naja, man will ja selber dieses Ganze verinnerlichen, dass man es eben beim nächsten Mal auch schneller aus dem Kopf zeichnen kann. So habe ich also diese Rakete geübt und dann am Ende, nachdem ich genug geübt habe, habe ich mir das in meine eigene Icon-Bibliothek übernommen. Da habe ich mir eine Doppelseite in meinem Bullet Journal angelegt und habe da jetzt nach und nach die verschiedenen Symbole eingefügt, also Icons. Die Rakete war natürlich der Anfang, aber dann habe ich die ganzen anderen Sachen, die ich auch noch spannend fand, rausgenommen aus dem Buch und übertragen für mich in meine eigene Bibliothek. Ich fand das super gut, denn so habe
habe ich natürlich diese Bibliothek immer dabei und kann da immer wieder mal nachgucken, was ich denn so malen könnte oder einfach auch als Anregung für andere Icons, die man vielleicht selber entwickeln will. Hast du dich schon mal mit dem Thema Sketchnoting befasst oder bist du sogar so fleißig, dass du regelmäßig kleine Sketchnotes malst? Das würde mich mal interessieren. Schreib mir das unbedingt mal in die Kommentare. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie das Ganze für meinen eigenen Job aussieht. Also hier gibt es ja diese Doppelseite, wo man einfach selber Icons sich überlegen kann. Und da habe ich angefangen mit einem Stift und einem Heft, einem Guide, den ich einfach mal so grob gezeichnet habe. Wichtig finde ich, dass in dem Guide natürlich Punkte sind und dann kann man da vielleicht noch ein Buch gut gebrauchen. Stifte sind für mich immer gut, das habe ich überlegt, wie kann man das visualisieren. Und da habe ich diesen Stiftebecher gezeichnet. Notizen, das ist doch immer sehr hilfreich. Und To-Do, das Thema Kalender, ist ja beim Bullet Journal auch relativ allgegenwärtig. Dann habe ich ja letztens über das Thema Finanzen auch gesprochen, Budgetplanung. Da habe ich jetzt hier so eine kleine Geldbörse gemalt mit einem rausschauenden Schein. Wobei ich das jetzt nicht so knackig fand. Deshalb habe ich jetzt nochmal versucht, so Geldscheine hintereinander zu malen. Dann Fokus. Ich mache ja ganz oft so einen Monatsfokus. Dafür kann ich auch ein gutes Symbol gebrauchen. Mit dem bin ich jetzt noch nicht so zufrieden, aber ich gucke mal weiter. Und jetzt vielleicht nochmal ein anderes Buju mit einem wirklichen Lay Flat. Deshalb relativ gerade gemalt. Ja, mit diesen Perspektiven, das fällt mir so ein bisschen schwer, aber da muss man einfach üben. Die Abstraktions-Challenge fand ich wirklich mit Abstand am spannendsten. Denn das Runterbrechen auf ganz simple Formen, das finde ich wirklich spannend. Und das ist, glaube ich, eine Mega-Leistung im Gehirn, das wirklich so hinzukriegen, dass man sich da nicht verliert. Deshalb habe ich daran wirklich so ein bisschen rumgefriemelt. Und besonders spannend fand ich dann diese Abstraktions-Challenge, denn da habe ich mir dann wirklich mal einen anderen Stift genommen. Das macht total Sinn. Da ging es darum, kleine Zeichnungen zu machen. Das heißt, je kleiner, desto mehr muss man ja abstrahieren, weil man da keine Details reinmalen kann. Und das fand ich mega spannend. Also man sollte den Timer ja auf 2 Minuten stellen. Ich habe das Ganze etwas abgekürzt und habe mir generell einen schmalen Stift gegriffen und habe versucht, wirklich in kurzer Zeit, also in 10 Sekunden war die Übung, wahrscheinlich eher 30, verschiedene Sachen zu malen. Es gibt auch noch ein komplettes Kapitel zum Thema Mitschrift. Das habe ich ausgelassen, weil ich ja mit der Schrift ganz gut klarkomme, glaube ich. Dann gibt es noch ein Kapitel rund um die Themen Rahmen, Pfeile, Farben und Schatten. Das ist auch super spannend und sicher hilfreich. Und dann auch noch das Thema Layout, damit man das Ganze auch ein bisschen schön aufbauen kann. Nach einem Monat üben, 30 Tagen üben, kann ich wirklich sagen, dass das Thema sehr viel Spaß macht. Vor allem mit dem Buch hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht, das ganze Thema durchzuarbeiten. Ich hätte mir gewünscht, dafür noch mehr Zeit zu haben. Also ganz ehrlich, ich habe es natürlich nebenbei so ein bisschen geübt und gemacht und versucht auch wirklich täglich da dran zu bleiben. Manchmal ist auch ein Tag ausgefallen, ganz ehrlicherweise. Aber insofern, es ist eine super Anleitung und damit kann man sich dem Thema total gut annähern. Ich bin total klasse, dass man so viele verschiedene Icons in dem Buch hat, die man auch wirklich üben kann und sich damit einfach dem Thema so gut annähern kann. Also wenn dich das Thema Sketchnoting, also das Visualisieren von eigenen Ideen, sehr gut gefällt und du das schon immer mal machen wolltest, dann kann ich dir dieses Sketchnote Journal wirklich sehr ans Herz legen. Ich verlinke dir das unten in der Videobeschreibung mal alles, dass du dir das einfach ganz in Ruhe nochmal anschauen kannst. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche Donnerstag zu einem neuen Video. Ich freue mich drauf.